Wirf ihn hier rüber! Was hast du getan? So, was tut man für einen Freund? Beweg dich nicht! Ich hol Hilfe! Nein, nein! Es ist eh schon so spät. Ich schaffe es nicht mehr. Aber könntest du mir einen Gefallen tun? Pass auf diesen Keks auf. Er ist die Liebe meines Lebens. Es gibt so viele Dinge, die ich mit ihm noch machen wollte. Die Gefühle, die ich ihm noch äußern wollte. Du wirst es schaffen. Ich sehe ein Licht. Ein Licht. John, wer sind Sie? Oh nein. Wer bin ich wohl? Nun, Sie sehen nicht aus wie ein Pizzabote und alles andere ist mir gerade egal, denn ich habe Hunger. Ich bin Pino Mantlia. Oh mein Gott. Ja, das bin ich. Jetzt aber mal, ist das deine Musik? Du hast eine eigene Intro-Musik? Ich will auch meine eigene Titelmelodie. Ich meine, ich bin der Hauptcharakter. Im Abonnement für Schurken und Bösewichte hatte man die Wahl zwischen einem Kalender und der Musik. Okay, aber um nochmal auf diese Pizzasache zurückzukommen. Hast du einen dabei? Was? Ja, ich meine, du bist ein Gott, da kannst du ja wohl auch immer so eine Pizza haben, oder? Schon vergessen? Ich bin böse. Ich bin gekommen, um persönlich in den... Was? Ich bin gekommen, um euch persönlich in den... Bist du behindert? Ich kann nichts dafür, da stand so unleserlich im Skript. Wo ist das Problem? Wir konnten unseren Text doch auch lernen. Ich habe eure dummen Witze jetzt satt. Ich glaube, er ist gefährlich. Du solltest besser auf deinen Kumpan hören, John. Ich bin nur ein ganz normaler Aldi-Mitarbeiter. Pino Mantlia. Du hast meine Kekse geholt und unzählige Verbrechen begangen. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich werde dich vernichten und zwar mit Hilfe des goldenen Kekses. Jetzt mal ernsthaft, wieso sieht dieses Scheißding eigentlich in jeder Folge anders aus? Low-Budget-Produktion. Ja. Sicher, dass das nicht unter Kinderarbeit fällt? Nö. Woher weißt du von meiner einzigen Schwäche? Von meiner Erdnussbutterallergie? All die Mitarbeiter,
Wir haben es geschafft. Wir haben Venomantia besiegt und das nur nach 5 Folgen. Sollte jetzt nicht eigentlich der Abspann kommen? Hast du wirklich gedacht, du kannst mich mit einem Keks töten? Dass ich eine Erdnussbutterallergie hätte? Und dieses ganze Gerede von diesen Prophezeiungen? Ja. Ja, hab ich eigentlich gedacht, ja. Der Keksschaman hat dich nur angelogen, John. Also das glaube ich aber nicht. Schau doch mal, was dein Kumpane in der Hand hält. Warum hast du den Helm vom Keksschaman? Also... Der Aldi-Mitarbeiter ist der Keksschamane. Nein. Nicht ich habe deine Kekse gestohlen. Er war es. Er hat dich gegen mich aufgehetzt, um mich zu stürzen. Aber wieso? Und du bist noch auf seine allergrößte Lüge reingefallen. In Wahrheit bist du gar nicht der Hauptcharakter dieser Serie. Nein! John, ich kann das erklären. Nein, es ist vorbei. Komm, John. Komm auf die dunkle Seite der Macht. Wir haben Kekse. Leute, Star Wars-Anspielungen sind echt ausgelutscht. Kriege ich meine eigene Titelmelodie? Natürlich. Wieso tust du das? Schon vergessen? Schade, dass du dich nicht an unsere gemeinsame Zeit erinnerst. No homo? Ich lebe. Mm-hmm.